Hallo liebe Simpson-Freunde, willkommen zu How About Your Moped. Es wird wahrscheinlich die letzte Serie unter dem Namen How About Your Moped sein, weil ich werde meinen Namen jetzt nochmal ändern. Und zwar möchte ich einfach mehr Leute erreichen und mit dem How About Your Moped weiß keiner was anzufangen und es ist halt schwierig daraus zu erkennen, was ich eigentlich mache. Und demzufolge habe ich mir gesagt, okay, ich ändere das nochmal. Und demzufolge wird der Kanal dann Simson und Zweitakter heißen. Und ja, wird sich dann nochmal ein Logo nochmal ergeben. Bin ich schon dran, dass ich dann mir noch ein schönes Logo bastel und dann unter Simson und Zweitakter die nächsten Videos mache. Zweitakter aus dem Grund, weil ich auch noch ein paar Projekte habe. Zum Beispiel eine ES, die ich dann nochmal schön wieder aufbauen will in einer schönen Patina-Restaurierung. Weil das Ding ist von 1970 und recht alt und sieht natürlich auch entsprechend aus, aber ich wollte sie halt dann schön so restaurieren, wie sie ist, damit die halt auch ein bisschen gelebt aussieht. Aber heute kommen wir erstmal wieder zum M53 Motor, also dem guten Stück hier. Den werde ich heute mal auseinandernehmen und werde mal gucken, dass wir den restaurieren. Gab es ja mal einen Wunsch, dass ich mal einen M53 Motor mache. Ist schon eine Weile her, dass ich den letzten gemacht habe. Sind nicht so beliebt, weil die halt ein paar tricky Teile haben, die halt schwerer zu verbauen sind als beim M500er Motor. Beispielsweise zum Beispiel die Simmerringe, die innen liegen. Also ist das alles ein bisschen komplizierter zu verbauen. Und demzufolge wagen wir uns mal ran und gucken uns mal das Teil mal genauer an. So, der Teil ist fertig. Da ist nicht mehr viel zu holen. Weil die Kickstartwelle könnt ihr auch nicht ziehen, weil die Kickstartwelle geht durch. Ist eigentlich noch relativ gut. Werden wir sehen, wie sie innen aussieht. Es klackt jetzt dreimal. Dreimal geklackt. Wunderbar. Und was war's? Die Kupplungsstifte. Die Druckstifte. Sind natürlich alle jetzt hier drin verschwunden. Eins, zwei. Und der dritte liegt auch noch drin. Den finden wir jetzt auch gleich. Da ist er. Sind es die gleichen wie bei der S51 oder doch? Ich glaube ja. Aber das wissen meine User, meine Follower, die wissen das auch. Und das schreiben die mir garantiert in die Kommentare. Ist immer gut sowas. Du kannst doch ruhig was sagen, Nico. Also, alles gut. Ich schneide dann sowieso das Video zurecht. Bin noch gespannt dabei. Ist alles ein bisschen saftig heute. Ich brauche mal ein paar neue Handschuhsets. So, dann haben wir hier noch eine Spange für die Lichtmaschinenhalterung. Weil die original auch zwei drin hatten. Ne? Ja, da oben ist noch eine, die fehlt schon. Aber da machen wir uns jetzt mal keine großen Gedanken drüber. Das kriegen wir schon. Wir müssen es dann halt bloß die alle Teile mal sichten, bevor wir sie wieder zusammenbauen. Weil sonst baust du zusammen und dann stellst du fest, ich muss heute hier aufhören an der Stelle, weil ich muss erst mal 3 Tage irgendwas bestellen, bevor ich das Material wieder habe. Gut, bei dem Deckel ist es wichtig, dass diese Ölnut, und zwar ist die hier, weil der Deckel, das Kurbelwellenlager, was dahinter sitzt, wird hier über diesen Kanal mit Öl versorgt und demzufolge muss der hier sitzen. Also ist wichtig, den richtig rum einzubauen. Genauso wie auch die Dichtung. Die muss auch an der richtigen Stelle sitzen. Weil wenn ich die jetzt wegmache, wird ihr sehen, die hat hier eine Aussparung und hier kommt das Öl durch und fettet und schmiert das Lager hier drin. Gut, ich stelle mal fest, der hier ist nicht richtig ausgeglichen. Also die Scheibe hier ist schon mal viel zu klein. Die Ausgleichsscheibe, die muss dicker sein, weil die sollte mit der Kante hier oben bündig liegen und das macht sie nicht. Also hier habe ich eine eindeutige Kante. Also das muss noch ausgeglichen werden. Da muss ich mir noch welche mitbestellen. Das messen wir dann mal aus, wenn wir den Motor zusammengebaut haben. Weil es kommen neue Lager rein und dann wird sich das Spiel auch wieder ein bisschen verändern.
Gut. Die Scheibe hier ist der Tachomitnehmer. Also die Nase nach Möglichkeit nicht umbiegen, sondern so lassen, wie sie vom Hersteller her kommt. Weil die nimmt euch dann den Tacho mit. Habe ich den Deckel da? Ich glaube, ich habe einen da. Moment. Das ist der falsche. Ja, der sieht ein bisschen brachial aus. Also, das ist euer Tachomitnehmer hier. Der ist auch gut fest. Ja, doch, er bewegt sich noch ein bisschen. Also, der Tachomitnehmer greift auf diese Nase hier. Und demzufolge ist das der Mitnehmer. Von außen sieht er noch viel besser aus. Ja, es ist halt Gebrauch. Kriegen wir aber hin. Ich weiß schon, warum ich am liebsten die M500er Motoren mache. Die sind einfach schöner zu machen. So. Alle Schrauben rausnehmen. Darauf achten, dass ihr alle Schrauben rausnimmt. Ich habe schon Menschen gesehen, die hatten nicht alle draußen. Und die haben sich gewundert, warum der Motor nicht auseinander geht. Ach, irgendwann kommt der. Richtig, ja. In Teilen. In Teilen? Ja. Also auch für diese Motoren gibt es eine Leerlaufkontrolle und zwar sitzt sie dann hier oben drin. Der hat jetzt hier keine. Beim M500er Motor kann man die auch schön nachträglich einbauen. Hier habe ich jetzt keine Erfahrung, wie das gemacht wird, ob man den nachträglich noch einbauen kann. Weil das ist wirklich so ein langer Bolzen, der geht bis zur anderen Seite durch. Das müssen wir sich mal angucken, wie das aussieht. So, da komme ich so nicht rein. Brauche ich einen anderen Schraubendreher. Das sind auch die dicksten, die es gibt, oder? Du wirst lachen, die machen sich am schönsten. Also, ich habe da schon ziemlich viel ausprobiert. Und die sind einfach am besten. Also, die haben eine schöne Länge, die haben einen schönen Griff dazu. Und die gehen einfach gut. Du rutschst halt vor allen Dingen nicht ab. Wenn du so Motoren siehst, die manche anderen Leute auseinandergenommen haben, da sind die Schrauben hier oben ausgekatscht. Also das ist der reine Wahnsinn. Abgerutscht, 25 Mal abgerutscht und dann ist die Schraube irgendwann rund. Das stimmt. Und dann stehst du da und weißt nicht, was du machen sollst. Aber von meinem nichts anderes. Mhm. Ja, deshalb haben sie jetzt angefangen, diese Imbusschrauben auch zu verwenden, weil es halt neu ist und weil man da halt nicht so abrutscht. Aber die kriegst du auch rund. Also, ich habe da alles schon gesehen. Gut. Dann haben wir das. Dann holen wir uns jetzt nochmal den Kettentrieb hier runter. Thomas, wie rum war's? Andersrum. Ich wollte mal draufschreiben, rechts und links rum, aber weil wenn ich den jetzt locker schraube, ja, wird schon gehen. In irgendeine Richtung geht er immer. Siehst du, geht nicht. Falsch rum. Sag ich doch, andersrum. Ich habe das Ding einfach nur falsch zusammengebaut, glaube ich. Also ich hätte ihn anders machen sollen. Thank you.
So. Ist auch hinten schön mit einem Haken, der hier hinten einsetzt, in diese Nase, damit das Ding wirklich nicht verrutschen kann. Und da ist es schon. Das kleine schicke Zahnrad. Also das muss auch immer gut fest sein. Wenn das nicht fest ist, tut er hier diese Welle ausarbeiten. Also hier diese Verzahnung arbeitet sich dann aus und da habt ihr auch keine Freude mehr dran, weil da kriegt das Zahnrad nicht mehr richtig fest. Aber das sitzt eigentlich noch recht gut. Das hat noch nicht allzu viel Spiel. Ja, müssen wir uns anschauen. So, dann gibt es hier drinnen diese kleine Buchse. Es hat sich schon ein bisschen gerade gebildet hier oben dran. Man sieht, dass die schwer runter geht. So, bei der ist es, glaube ich, egal. Die sollte nach oben sitzen. Sitzt auch richtig rum drin. Also hier ist die Ölnut. Aber die kriegt, glaube ich, gar kein Öl von dort. Auch eine schöne runde Schraube wieder mal. Hier ist schon ein paar Mal die Kette runtergeflogen. Sieht man hier, dass sie halt hinten runtergefallen ist und dann hinten die Schrauben kaputt gearbeitet hat. Also solche Schrauben braucht ihr einfach nicht mehr verbauen. Die können einfach so, wie sie sind, in die runde Ablage unter eure Werkbank. Da liegt das Knipex-Set drin. Nicht das Knipex-Set, nur die Verpackung. Die Verpackung vom Set, ja. Habe ich mir gekauft für, warte mal, was waren es? 87,87 Euro. Fand ich cool. So, also man sieht hier, das wird hier nirgendwo durch irgendeinen Kanal geölt, sondern das Öl kommt einfach nur von innen. Deshalb ist das wurscht egal, wo diese Nase sitzt, weil die Deckel kann man vertauschen. Die gehen auf beiden Seiten. Also das ist dann egal. So, mal gucken, ob die ordentlich ausgeglichen war. Na, die war zu fett. Hat die mal falsch rum. Die passt nicht hier vorne. Das ist keine Chance hier vorne. Also die passt da nicht rein. Aber schon mal richtig rumgemacht. Also die dünnere kommt innen. Das ist immer so. Auch bei den neuen Motoren. So, da sind wir wieder drauf. So, mal gucken, ob wir die hier sachte runterkriegen. Das ist doch gar nicht so schlecht. Das kommt doch schon beinahe. Kommt schon beinahe. Achtung, Augen zu machen, Schutzbrille aufsetzen. Ja, ich habe da schon einige Schäden erlitten. Geh, Nico! Das war dein Rahmen damals. Ja. Da ist er. Aber da war es aus dir bewegt. Ich habe meiner Mom das Video gezeigt, sie hat mit dir mitgebissen. Kann man sich ganz schnell einen Cut zuziehen. Ja. So, also die werden wir auf jeden Fall nochmal prüfen. Und hier mal gucken, dass wir hier ein bisschen Grat mit der Diamantfeile wegnehmen, damit die wieder sauber drüber rutscht, wenn wir das Gewinde geprüft haben. Gut, alle Schrauben raus. Ringsrum alles weg. Da ist noch eine, da ist noch eine. Die, das ist die Ölkontrollschraube. Steht auch drauf, glaube ich, dran. Ölkontrolle. Die braucht ihr nicht rausschrauben. Sieht man nicht bei dem Dreck. Ja, also das wird dann alles sauber gemacht und dann wird man das dann schon sehen. Also das ist die Ölkontrollschraube. So, ich muss erstmal einen Schluck aus der Brause nehmen, mir wird der Wund trocken. Das liegt bloß daran, dass er so viel, weil er so viel redet. Auf jeden Fall. So, jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, ob ich den Motor so auseinanderbauen kann. Weil ich habe nämlich, glaube ich, meine Druckplatte für die S50 nicht griffbereit. Und die hier wird nicht passen. Die schaut das nicht überzeugend aus. Die schaut gar nicht überzeugend aus. Also Hammer-Drauf-Treff-Methode. Genau, mit dem Metallhammer, am besten Vorschlaghammer. Ganz groß, ganz sauber. Ja, anders kriegst du es aber nicht auseinander. Wirst dann schon mal. Den Hammer nehmen müssen. Geht alles nicht anders.
Und er kommt. Wie man sieht. Kann man aber bloß machen, wenn man sagt, dass man eh ganz viele Teile austauscht. Ja. Und da kommt ein ganzes Sortiment gefallen. So. Teile haben wir hier. Kleinen Tipp, wir sollten das Ölbad ausleeren, bevor wir den Motor spalten. Nee, das ist ja ganz gut. Mit alles im Dreck. Das macht ja nichts. Müssen wir eh alles sauber machen. Ja, wir müssen es suchen. So, Kickstarterwelle. Einmal von innen. Anlaufscheibe hier hinten, Nummer 1. Anlaufscheibe Nummer 2 ist innen. Und das ist die Feder dazu. Gut. Ist die äußere auch, hat die auch so Löcher drin? Ja, ja. Es sind beide die zweites Mal die. Zweimal die gleichen. Ups, jetzt habe ich es. Und schon sind sie weg. Genau, also hier bei der Kickstarterwelle darauf achten. Hier vorne gibt es einen halben Zahn. Und zwar muss der halbe Zahn dann hier in das Zahnrad einrasten, in das da. Und dass das ordentlich noch funktioniert, müsst ihr halt gucken. Also zur Not eine neue Welle. Es gibt zwei verschiedene, habe ich jetzt beim Simson-Treffen gelernt. Also ihr müsst gucken, dass ihr die richtige euch bestellt. Wenn ihr die falsche habt, ist blöd. So, dann der Steckbolzen sitzt hier. Der ist der Endanschlag sozusagen vom Kickstarter. Weil sitzt er hier drin und wird dann immer bis dahin zurückgedrückt durch die Feder. Erst beim Kicken haut ihr den hier durch und rutscht immer genau bis hierher zurück. Ne? Also das ist der Endanschlag. Den Bolzen braucht ihr merken. Ganz wichtiger Fehler, was immer wieder passiert, das Zahnrad vom ersten Gang gehört nicht so rum verbaut, sondern gehört so rum rein. Also glatte Seite nach außen, die praktisch eingefräste Seite nach da zur Gehäuseseite. Also so rum wird es verbaut. Genau. Gut, das ist euer Schaltarm. Der wird dann hier über diesen Wippenmechanismus bewegt und bewegt durch eure Schaltung. Da müsst ihr den mal gucken, ob die Zahnräder hier, die Verzahnung alle noch gut sind. Also das sind solche Zähne dran. Da rastet immer jeweils diese Gabel hier ein. Wenn die sich bewegt, rastet die in die Richtung. Also sitzt so und schaltet euch die Gänge durch. Gut, Dichtung machen wir eh eine neue rein, weil die ist kaputt. Ach, die geht schon mal. Ich glaube nicht, dass die noch mal irgendwann geht, irgendwo hin. Die geht durch den Müll. Einen Weg hat sie, und zwar nach Hause in den Müll. Gut. Also, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr wieder mit dabei sein wollt, einfach ein Abo lösen. Mit der Glocke daneben werdet ihr sofort informiert, wenn es weitergeht mit How About Your Moped oder beziehungsweise mit Simson und Zweitakter. Meinem neuen Namen, wie ich schon gesagt habe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was und haut euch was. Ciao.